Hi Leute, willkommen bei meines neuen Video. Heute sind das Unterschiede zwischen Deutschland und Tschechien schon vierte Teil. Ja, und wir können starten. So, erste ist, dass in Deutschland ist bessere Lebensmittelqualität als in Tschechien. Und das sagt euch jeder Tscheche. Es ist wirklich so, wenn ich klein war, ich liebte die Haribo-Gummibärchen. Und einmal hat mir das meine Mama in Deutschland gekauft. Und dort hat wirklich Himbeer wie Himbeer geschmeckt, Zitrone wie Zitrone. Und das Paradox ist, mir hat das nicht so gut geschmeckt wie in Tschechien, weil ich war in Tschechien gewohnt für die Bonbons ohne Geschmack. Aber es ist nicht so nur mit Haribo-Bonbons, aber auch mit Schmelzkäse, Kräuterbutter und ich weiß nicht was noch. Aber das kenne ich. Und natürlich bessere Qualität bedeutet höherer Preis. Aber trotzdem, viele Tschechen fahren nach Deutschland einkaufen, weil das hier billiger ist. Und viele Deutsche fahren nach Tschechien einkaufen, weil dort das billiger ist. Das macht keinen Sinn. Wo ist das billiger? In Tschechien oder in Deutschland? Das weiß niemand. Ja, ich muss sagen, viele Sachen in Deutschland sind mehr teurer als in Tschechien. Aber auch manche Sachen hier in Deutschland sind viel, viel billiger als in Tschechien. So, es ist so halbe-halbe. Manche Sachen lohnt sich kaufen in Tschechien und manche Sachen lohnt sich kaufen in Deutschland. So, nächste ist Baustelle. Ich sehe jetzt überall nur Baustelle auf Autobahn, in der Stadt, wirklich überall. Und wenn ich fahre vorbei, ich sehe auf die Baustelle niemandem. Oder Männer, welche rauchen eine Zigarette und reden mit anderen Mitarbeitern. Und die Baustelle sind dort immer so, so lange. Ich kenne hier in meiner Stadt eine Baustelle, welche steht hier wirklich dort schon 5 Jahre. Und passiert nichts, wenn ich fahre in Tschechien vorbei Baustelle. Ich sehe Leute, welche wirklich arbeiten. Und wissen Sie, warum ist das so? Weil in Deutschland bekommt man in Baustelle Stundenlohn. Das bedeutet, mehr Stunden, mehr Geld kommt. Aber in Tschechien bekommt man Geld für ganze Arbeit. Das bedeutet, für ganze Baustelle, für ganze Straßenreparatur bekommt man zum Beispiel 1000 Euro. Aber in Deutschland, so viele Stunden hast du, so mehr Geld hast du. Das ist dann logisch, dass das in Deutschland länger dauert. Weil in Tschechien ist die Baustelle 1 Monat und ist fertig. So, wenn wir waren schon bei der Verkehr und Straßen. Nächster Unterschied ist die Freundlichkeit von Leuten auf Straßen. Ich habe schon in einer von meinen Videos gesagt, dass in Deutschland sind nach meiner Meinung mehr nette Leute, nettere Leute oder mehr freundliche Leute als in Tschechien. Und es ist auch so im Verkehr hier. Zum Beispiel, du blinkst mit Auto, du willst irgendwo reinfahren, in eine Spur zum Beispiel oder egal wohin. Und in Deutschland, falls du bremst, dass er lässt dir Platz, dass du dort reinfahren kannst. Aber in Tschechien, du kannst dort 2 Stunden stehen bleiben und niemand bremst. Und es ist wirklich so, die Tschechen denken mehr an sich selber. Die interessiert nicht, ob du Platz hast oder dass du gut fahren kannst. Ne, Hauptsache der Mensch, welcher fährt und das ist dann Schluss. Aber natürlich ist das Mensch von Mensch, nicht jeder Tscheche ist so und nicht jeder Deutsche ist so. Aber wirklich in Deutschland ist höhere Prozent, dass du schön irgendwo reinfahren kannst oder jemand bremst wegen dir, dass du kannst schön fahren. Und wir bleiben immer noch bei Verkehr und Straßen und der nächste Unterschied sind Kreisverkehr. Das ist ziemlich lustig. Weil ich habe das gemerkt erst, wenn wir sind zu meiner Oma im Dorf gefahren mit der Navigation. Und die Navigation hat uns gesagt, in 100 Meter bitte zweite Ausfahrt der Kreisverkehr verlassen und dann in 50 Meter erste Ausfahrt der Kreisverkehr verlassen. Und das war 30 Kilometer Strecke und war dort ungefähr 9 Kreisverkehr. 9 Kreisverkehr! Und in Deutschland, hier sind sehr, sehr wenige Kreisverkehre als in Tschechien. Hier sind nicht Kreisverkehr, aber gleich Ampel, weil das teuer ist und Deutschland hat Geld. Ja. Ich muss sagen, dass ich die Kreisverkehre finde besser, weil wenn es lange rot und es viele Autos dort, dann kommt Stau. Aber bei Kreisverkehr
fließt alles so schön, Auto fährt, Auto wartet, alles so flüssig. Aber natürlich, die Ampeln sind ein bisschen bequemer für Fahrer. Und letzte habe ich hier und das sind Preise in Restaurant. Weil ich weiß, viele Deutsche fahren nach Tschechien in Restaurant, weil das dort billiger ist. Und wer von euch fährt nicht nach Tschechien in Restaurant? Ich sag euch jetzt einen Grund, warum solltet ihr das machen. Hier in Deutschland bezahlt man für zwei Personen in normalen Mittelklasse-Restaurant 40 Euro. In Tschechien für schon gute Essen, Dessert und Getränke, welche du willst, bezahlt man 20 Euro. Das ist der halbe Preis und das ist ja schon viel. Und wenn ganze Familie, 5, 6 Leute, geht essen in Deutschland, bezahlt man über 100 Euro und in Tschechien ungefähr 50, 60. Das lohnt sich schon, oder? Und natürlich in Tschechien gibt es auch noch bessere Essen in Restaurants, es ist mehr lecker. So. Ist alles perfekt. Nee, ich mach jetzt ein bisschen Spaß. Aber mit der Preise ist das wirklich so. Und das war alles von diesem Video. Ich wünsche euch schöne Zeit und wir sehen uns bald bei nächstem Video. Tschüss!